der Mannschaftsolympiad dritte Daniel Deusser mit Cornet Damour und der dreimalige Weltcupsieger Markus Hinning mit Cornado haben beim Weltcupfinale der Springreiter in Paris nach der ersten von drei Wertungsprüfungen beste Chancen auf eine Top-Platzierung. Zeitspringen am Donnerstag blieben beide fehlerfrei. Deusser belegte hinter der Siegerin Elisabeth Madden USA Breitling Platz 2, Hinning wurde Vierter. Bundestrainer Otto Becker war super zufrieden mit unseren beiden Pferden und ihren Reitern. Das war für uns der erhoffte gute Auftakt. Markus Hinning kann in Paris als erster Springreiter überhaupt zum vierten Mal den Weltcup gewinnen. Das Zeitspringen zählt als erste von drei Prüfungen zur Weltcup-Wertung. Zweiter Wettbewerb ist am Freitag das Springen mit einem Umlauf und Stechen. Die 30 Besten der Gesamtwertung starten am Sonntag im Finale mit zwei Umläufen und Stechen. Wart nur 10. Titelverteidiger ist MC Line Wart USA, dessen 12-jährige Stute HH Azu kürzlich vom Weltverband FI als bestes Springpferd der Welt ausgezeichnet wurde. Punkt. 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 Nach einem Abwurf belegte Wart im Zeitspringen allerdings nur den 10. Platz. Das Weltcup-Finale bildet in jedem Jahr den Abschluss der Hallensaison. In der Dressur, die am Freitag mit dem Grand Prix beginnt, peilt die sechsmalige Olympiasiegerin Isabelle Werth ihren 4. Weltcup-Triumph an. Im Vorjahr gewann Werth auf ihrem Erfolgspferd Weilgold, mit dem sie auch in Paris am Start ist, das Finale in Omaha, Nebraska. Neben Werth vertreten in der Dressur Jessica von Bredow-Werndl mit dem Hengst und Ehe BB und Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider mit dem Wallach Sammy Davis Jr. Die deutschen Fahrer.